So, da sind wir wieder. Monster Hunter World. Wir haben es letztes Mal einen Anfang gemacht. Der war auch ein bisschen, ja, ich würde sagen, holprig, ne? So zurückerinnern, was war wo wie, wann kann man was machen. Und wir stellten auch fest, das Spiel, das was wahrscheinlich am meisten noch in der Kritik ist, es geht sehr langsam los, ne? Sehr langsam. Und wo sind wir denn jetzt? Wir sind, glaube ich, entweder kurz davor, einen Puke Puke zu jagen oder einen Anjanat. Eins von beiden. Und der pfiffige Zuschauer, der wird schon rausgefunden haben, dass da oben rechts, ne, da steht schon sowas, rede mit den Kommandanten. Genau, das ist nämlich die Aufgabe, die wir haben. Aber bevor wir das machen, müssen wir dieses nervige Ausrufezeichen hier noch wegkriegen vom Feldteamanführer. Und wir haben ja auch schon festgestellt, die reden alle nicht wirklich, sondern da darf meine liebliche Stimme euch das Ganze vorlesen. Hast du dich schon daran gewöhnt, wie die Dinge hier laufen? Wenn du unterwegs Probleme bekommst, halte dich nicht zurück und schieß ein Notleuchtzeichen ab. Andere Mitglieder des Feldteams können dir helfen, wenn sie es sehen. Bitte um Hilfe, wenn du sie brauchst. Und biete sie anderen an, wenn sie sie brauchen. Das macht dich zu einem besseren Jäger. Ja, das ist quasi, wenn du auf der Mission bist, dann kannst du hier über das Kuchenmenü. Ja, jetzt. Warte mal, komm, Sticker, uff. Für den Chat ist das gerade, wenn du im Hauptquartier bist, wenn du auf einer Mission bist. Pass mal auf hier, Tortenmenü anpassen. Questeinstellungen. Da hast du hier unten dieses. Also, ihr seht hier links die Uhr sozusagen. Und auf 6 Uhr haben wir das Notleuchtzeichen. Wenn du online bist, kommt dann ein anderer Spieler, der quasi sagt, hey, ich möchte dem helfen. Der kommt dann in deine Welt, quasi für diese Mission hilft dir das Monster zu besiegen und dann ist gut. Das initialisiert jetzt kein Gruppenspiel, sondern ist wirklich nur für diesen einen Kampf. So, Kommandant. Hast du gut gemacht. Gute Arbeit mit dem Lager. Ich wusste, dass du das schaffen würdest und jetzt sind wir endlich bereit. In Ordnung, Jäger. Die Puke-Puke-Jagd kann beginnen. Sobald du das Monster gejagt hast, können die Gelehrten sich die Hinweise ansehen, die du gefunden hast. Kann ich genug betonen, wie wichtig es für die Kommission ist, den Puke-Puke zu besiegen. Dies könnte unsere Chance sein. Wir werden das schaffen. Fühl Glück und sei vorsichtig. Ein dringender Auftrag für die Fünfte. Partner, du solltest besser mal bei mir vorbeischauen. Ja, sag bloß. Hey, du. Oh, wir dürfen mittlerweile auch in die Versammlungsstätte. Das ist der Multiplayer-Bereich. Ah, oh. Nebenquest. Hart am Arbeiten? Wir klicken uns da durch. Ja, Nebenquest. Pilze. Moswin Mooshaut. Oder Moss. Schwein? Ist ja ein Schwein. Da müssen wir mal gucken. So, schnell was essen. Der Puke Puke ist jetzt auch nicht so. Wir nehmen lieber mit den besseren Gesundheitswerten da oben. Als dass wir jetzt irgendwie Stärke plus haben. So, dringend. Puke-Puke-Jagd. Der Puke-Puke, sehen wir da schon? Der ist eigentlich oben bei der 6. Also ganz im Norden. Der läuft aber auch um. Oh, und guck mal, auf der Karte sehen wir auch das Moss-Schwein. Das ist unter der 11, dieses Schweinesymbol. Ich frag mich, wo der am Anfang der Mission langläuft. Ist der direkt oben in seinem Lager? Oder läuft der, ich meine, der ist rechts irgendwo langgelaufen, bei der 5 oder 4. Dann gehen wir einfach standardmäßig erstes Lager. Die Monster, die haben alle so ihre Startpositionen. Ich weiß gar nicht, ob die sich großartig verändern.
Zumindest bei der bestehenden Quest. Ah, ja. Ich meine, die sind dann immer gleich positioniert. Also wenn wir jetzt hier scheitern würden, würde das nächste Mal, wenn wir die Quest starten, das Monster wieder an derselben Stelle sein. Da regnet's. Lass mal gerade gucken. Oh, wenn wir hier die Schuppen dran haben, dann war ich nicht am Dings, an der Truhe. Hab das Zeug abgelegt. So, wir haben immer noch das Problem, wir haben kein Efeu bekommen. Das heißt, wir können den Puke auch nicht fangen. Weil wir keine Falle und Beruhigungsbomben gebaut kriegen. War ja so ein bisschen die Spekulation, weil wir bei den... Wie heißen sie denn? Ja, die drei Leute, die da in der Mitte des Lagers stehen. Also hier nicht dieses Lager, sondern im Hauptquartier. Die Zusatzquests vergeben. Da gibt es ja diese optionale Geschichte Fangen Monster. Ich dachte, das kriegen wir vielleicht jetzt hier schon mit hin. Na komm. Ich war hier gerade echt kurz verwirrt, so mit dem Blick hier hin. Bin ich falsch gegangen? Nee, hier links geht's hoch. So, ich meine, der läuft nämlich jetzt zeitnah hier entlang in dem Gebiet. Das war das Gegengiftkraut. Es sind echt viele Ausdauerkäfer auf der Strecke. Okay, da links ist jetzt einer, der... Nein, hey, da will Parker. Ich jetzt nicht hin. Da, wusste ich's doch. Sammler Palico. Die freunden sich jetzt an und ich glaube, jetzt läuft er mit uns rum. Oder der gibt uns was. Eins von beiden. Ich glaube, das ist jetzt ein zweiter Palico für die Mission. Ich glaube, der kämpft sogar mit uns. Ja, wir können jetzt da oben lang gehen, das bringt aber nicht viel. Also nämlich genau deswegen wollte ich hier lang. So. Stufe erhöht. Ah, okay, der ist direkt feindselig, Mist. Okay, war jetzt doch, warum hat er uns angefüllt? Stöpseln hätten wir. Dann halte dich an die Spähkäfer. Die führen dich direkt zu ihm. Er soll erstmal weglaufen. Dann schärfen wir mal wieder das Schwert. Konnte man Puke Puke ist auch vergiften? Das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Weil hier sind normalerweise überall die Sachen. Nein, jetzt hat das aufgehört anzuvisieren.
der Anja nach? Natürlich. Ich krieg nicht einmal eine Kombi durch, ne? Die brüllen immer vorher. Und der ist auch direkt wütend, der Anja naht. So. Pukki ist schon weggeflogen. Ja, das... Das gibt's doch nicht... Ja, jetzt bringt's auch nichts mehr. Ach, das waren gar nicht die Giftdinger. Nur das hier ist Gift. Ja, okay. Ja, mit dem kämpfen wir jetzt nicht. Ist unser Schwert gar nicht gut genug, dass wir den zeitlich so nebenbei mit erledigen. Perfekt. Und runter an den Schwanz. Den kann man abschlagen. Ab und zu merkt ihr vielleicht, dass hier dann R2 steht zum Festhalten. Das ist, wenn er versucht, uns abzuschütteln. Manchmal versucht er auch gegen die Wand zum Beispiel uns zu schlagen. Dann können wir aber einfach an eine andere Stelle auf den Körper hüpfen und dann ist auch gut. Das war eine schöne Kombi auf dem Schwanz. Der wird aber doch gleich abhauen. Oh, Großjagd, das Revierkampf. Weg, weg, weg. Warum kommt er zu uns? Ihr habt gerade gegeneinander gekämpft. Der hat dich sogar vergiftet. Aber ich bin die Bedrohung, oder was? Was ist mit dir los? Ich glaube, das Spiel hat einfach programmiert, sobald jemand schleift, bist du der Feind. Der haut jetzt eher. Der hat viel zu viel einstecken müssen. Und da er eh immer wegfliegt. Obwohl, man konnte den auch noch mit einer... Ich habe aber keine Blitzkäfer dabei, oder? Nee, ich habe auch keinen gefunden. Schade. Damit könnte man die nochmal runterholen, wenn man es schnell genug schafft. Aber ist gar nicht so einfach. Am besten funktioniert das bei Ratjan Ratalos, die allgemein immer in der Luft sind. Okay. Natürlich. Thank you.
das war jetzt echt doof. Gegenmittel haben... Wir haben keins in der Kurzauswahl. Shit. Das interessiert den Scheißdreck. Ich muss den Kopf erwischen, ne? Nö, hat ihn nicht runtergeholt. Komm schon. So, langsam dürfte... Ja, jetzt ist er. Ich wollte schon sagen. Langsam dürfte er mal, ne? Ja, das Schwert ist stumpf. Das ist jetzt echt ungünstig. Natürlich. Alter Schwede. Jetzt sind wir noch benommen, wenn er jetzt angerannt kommt. Wenn du mehrere solcher Treffer ein, wirst du betäubt und damit bewegungsunfähig. Jetzt eine Gesundheitsfliege machen. Hey, der kommt einfach nur. Natürlich, Mist. Okay, das Monster steckt in den Ranken fest. Schlag jetzt mit aller Macht zu. Das ist ja krass. Wenn du dich festkrallst, kannst du dich weiterhin bewegen. Kostet das jede Menge Ausdauer. Greife zum richtigen Zeitpunkt an. Das Ding hat Schleudermunition fallen gelassen. Ich hab die schon. Okay. Das ist aber krass. Ich dachte, die kriege ich erst mit Eisbohren. Das ist ja ein immenser Vorteil fürs Hauptspiel. Das heißt, ich kann die bewusst jetzt in Bäume und sonstiges reinschleudern. Die Dornenkapsel ist eine mächtige Schleudermunition. Greife dort an, wo sie feststeckt, um stumpfen Schaden zu verursachen. Okay, das ist jetzt natürlich zurück in sein Nest. Erste Hilfe. Aber kann es sein, dass hier der Elanbalken... Ach nee, warte mal, da ist ja doch noch um mein Schwert rum. Ich wollte schon gerade sagen, dass der Elanbalken hier schneller als ein Rice sinkt. Wir haben doch bestimmt gebratenes Steak... Nee, hier simple Ration. Natürlich frisst er. Ach, wieder nicht im Kopf. Oh, wie ist denn das gerade passiert? Das ist ja schon... Ich sag einfach danke. Hallo? Natürlich hüpft er in dem Moment hoch. Nein. Hoch, 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 hoch.
Das war jetzt aber eine komplett vermasselte Situation. Der Kommandant jemanden entsenden, um zu sehen, ob die Schlacke uns zum Sora Magdaros führt. So, und die Insekten, die da an der Rankerung geflogen sind, das sind die, die ich das letzte Mal gemeint habe, wo wir das Entomologe brauchen, damit da Kadaver zurückbleiben. Jetzt hoffen wir, dass wir noch an den Schwanz kommen. Ich habe den total vergessen, dass wir ihn abgeschlagen hatten. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Nee, schaffen wir nicht. Shit. Vergebene Mühe. Das tut jetzt weh. Extra so lang drauf rumgehauen und dann nicht gekarft. Okay, Rüstkugel. Ja. So, dann gucken wir mal. Hast du gut gemacht. Ausgezeichnete Arbeit mit dem Puke Puke. Ich wusste, dass ich die Aufgabe in die richtigen Hände gegeben habe. Nur um dich auf dem Laufenden zu halten. Wir sind dem Zora Magdaros jetzt dicht auf den Fersen. Okay. Aber wir müssen noch mehr herausfinden. Die Fünfte soll die Gelehrten während ihrer Nachforschungen beschützen. Ich übergebe dir die Führung in der Wildturmödnis. Die Quest beginnt, sobald du vor Ort bist. Also, was ich die ganze Zeit in diesem Spiel nie verstanden habe, was für ein Problem habt ihr mit den Zora Magdaros? Der ist so riesig, der ist größer als ein Berg. Wie könnt ihr den aus den Augen verlieren? Und wie kommt es, dass ein paar Steine, die ihr auf der Insel findet, euch dann so weiterhelfen? So, warte mal. Wir sind jetzt unten, das heißt, wir geben hier erstmal Dings ab. Nun, sprich. Jetzt können wir hier noch gucken, ob wir was abzugeben haben. Beutezüche. Nee, haben wir nichts fertig gekriegt. Große Monster fangen. Können wir das weg? Ja, das tauschen wir mal aus. Sammle 4 Pflanzen. Ja, das hört sich schon gut an. Lieferungen. Nee, das Schwein haben wir ja gar nicht gemacht. Lerne, wie die Klammerklaue funktioniert. Arena. Extra Quest. Ja. So, lass mal hier Sachen verbessern. Dürfen wir? Können wir? Nee, Erdkristall. Ja, den gibt es jetzt nach der nächsten Quest. Koloyaku hätte man nochmal machen können, aber haben wir in der Wüste auch eine Quest mit? Knochenbaum. In der Theorie könnten wir uns die Knochenwaffe basteln. Die macht zwar mehr Damage, aber im Schärfegrad ist die einfach nicht so dolle. Die Frage an der Stelle ist natürlich, guck mal, hier ist der Schärfegrad jetzt auch nicht das Beste. Die 100 extra am Ende.
sich vielleicht mehr lohnen wegen Damage Output. Ich glaube, das lohnt sich. Ausrüstung schmieden, Waffen. Ja, Großschwert ist falsch. Langschwert. Das Knochenschote. Sag bloß, ich muss die Waffe ausrüsten, damit ich die verbessern kann. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist der Knochen S? Haben wir doch genug, okay. Ach so, haha, ich habe hier Waffe verbessern gesagt beim Eisenkatana. Natürlich geht das dann nicht. Wir wollen ja dich hier verbessern. So, und jetzt guck mal hier. Wir haben hier zwei Erweiterungsmöglichkeiten, die wir noch nicht gefunden haben. Das könnte der Barot oder das... Wie heißt das Fischmonster in der Wüste? Ich hab's schon wieder vergessen. Und das hier könnte dieser Elektro... Das Elektro-Eichhörnchen sein. Ich habe auch den Namen schon wieder vergessen. In der Theorie. Mit Rüstkugeln könnten wir jetzt hier unsere Rüstung verbessern. Aber das wäre echt Verschwendung für die Rüstkugeln. Weil wir die Rüstung so schnell wechseln werden, dass wir das getrost einfach mal ignorieren. So, Puke Puke Set. So, nichts dabei. Ich würde sagen, das lohnt sich richtig. Dann gucken wir mal. Ich glaube, wir mussten eigentlich gar nicht kämpfen oder essen in dieser Quest. Ich glaube, wir müssen die nur eine Zeit lang begleiten. Erst danach kommt in der Folgemission, dass man den Barot, eigentlich heißt er, jagen soll. Stell dir mal vor, der rollt so schlecht, dass du bergab runterdrücken musst. Letzte Nacht habe ich kaum ein Auge zugetan. Ich möchte da jetzt raus und diesen neuen Hinweis sehen. Die Schlacke wurde im Wüstenteil der Wildturmödnis gefunden. Führe uns unversehrt dorthin, Partner. Ja, wir nehmen hier ein paar Sachen mit. Bleiben die stehen? Ich hoffe, die bleiben stehen. Eines ist sicher. Die Umgebung hier ist vollkommen anders als die im uralten Wald. Ja, die Wildturmödnis besteht aus Trockengebieten. Ja, komm, zeig mir, dass sie bitte stehen bleibt, wenn ich weit genug weg bin. Diesem Umstand verdankt sie ihr einzigartiges Ökosystem. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber hier, Kelbihorn. Wenn man das haben will, einfach mit einem Netz immer wieder gegen Kelbi schießen. Da
Das Wasser versickert in abgebrochen. Sand, sammelt sich in tieferen Schichten und bildet so. Da muss man nicht drauf hoffen, wenn man es tötet, dass es dann droppt. Super. Endlich geht's mal bergauf. Jetzt komm schon, meine liebe Wildexpertin. Leg dich ins Zeug. So, da ist noch eins mit Hörnern. Ja, gibt auch hier wieder männlich-weiblich. Und nicht alle. Oh, schon auch zweimal diesmal. Ja, nicht alle haben halt Hörner auf dem Kopf. Insekt an. Ist das eine Art Käfer? Die Tiere hier sind ziemlich widerstandsfähig. Sie haben sich hervorragend an die Trockenheit angepasst. Selbst die Pflanzen haben gelernt zu überleben. Die Früchte hier haben eine harte Schale, die die Feuchtigkeit hält. So, hier oben gibt es gleich einen seltenen Käfer. Aber erstmal nehmen wir die Ressourcen hier ein bisschen mit. Gleich haben wir Glück und kriegen Erdkristall. Perfekt. Dann können wir unsere Eisenwaffe aufrüsten. Ja. Ich weiß, dass es so lang geht. Aber ich will da doch noch gar nicht hin. In unserer Nähe, Partner. Blitzkapsel, sehr gut, aber das ist nicht der Käfer, den ich meinte. Der müsste hier oben sein. Bleib in unserer Nähe, Partner. Da, der Wildturm. Dort werden wir finden, weshalb wir gekommen sind. Aber bis dahin ist es noch ein Stück. Und weiter geht's. Also, bergab ist vielleicht sogar schlimmer. Okay, sag mal, habe ich mich geirrt? Ich dachte, hier war einer. Okay, vielleicht war der aber auch erst ein Stück weiter oben hier noch. Komm, Partner, ich brauche dich hier. Oh, perfekt, Efeu. Wir können Fallen basteln. Und what the fuck, was ist denn das für eine Nachricht, dass das an Wasserquellen irgendwie sein soll? Das ist hier mitten in der Wüste. Muss ich nochmal nachlesen, hab mich bestimmt verlesen. Komm, Partner, ich brauche dich hier. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt. Ach, das wäre das so einfach gewesen. Jo. Ja, man kann in den Spiel, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, abstürzen, wenn man auf Missionen geht. Wenn man mit seinem Kleidvogel hier reinfliegt in die Level, kann es manchmal sein, dass du an einem anderen Ort rauskommst als das Lager. Da muss man sich schön umgucken, weil da gibt es ordentlich Ressourcen. Hast du dann meistens eine Ader mit verschiedenen Sachen, wo Sachen seltener sind sonst. Seid vorsichtig. Kannst du mal vorausgehen, Partner? Ja, ich will aber hier noch ein bisschen ernten. Ja,
Jetzt kommt hier der Ratian. Eine Ratian? Jubelnder Yagi! Ein Ratian! Ihr wisst, was das heißt, Freunde? In so einer Lage muss man ruhig bleiben. Wir haben eine Dummkatze. Und um sein Leben rennen! Los, los, los! Durch da! Vielleicht kannst du mit deiner Schleuder ja etwas lernen machen, um sie abzulenken. Müsste jetzt eigentlich abhauen. Und guck mal da, neue Dummkapsel. Rennt, rennt um euer Leben. Die massive Bedrohung, sie ist immer noch da. Los, los, los! Rennt um euer Leben! Machtsam. Und ich habe keinen Platz mehr. Shit. Ich war wieder nicht an der Truhe, das gibt's doch nicht. Jo, ich verzichte auf das Kraut. Wir haben volle Trink. Puh, das war furchtbar knapp. Ach, das ist doch aber witzig. Hölle selbst kann nicht wüten wie eine Fan. Nun, eigentlich wie eine beliebige Ratian. Sie könnte der Kommission wertvolle Daten liefern. Jäger, du kannst mir nicht zufällig eine Probe besorgen, oder? Mir war klar, dass der Sora Magdaros eine riesige Bestie ist. Können wir die vergiften? Dass er so riesig ist, ist ein echter Oh, ich denke immer, das sind die Giftkapseln. Seine Ausmaße übertreffen sogar die in den Unterlagen der Gilde verzeichneten. Ich frage mich, wie viele Jahre so eine Bestie wohl braucht, um derart riesig zu werden? Oh, schau! Abzeros! Pflanzenfresser, die hier leben? Moment mal, warum rennen sie weg? Die sehen verängstigt aus. Siehst du, wenn Abzeros sich bedroht fühlen, gehen sie in Verteidigungsstellung. Was immer auch da draußen ist, es könnte auch für uns eine Gefahr darstellen. Wir müssen vorsichtig sein. Endlich. Jetzt hoffe ich, dass sie in Wild das auch machen. Dass die schön so Tierverhalten, Inno, Abwehr, Essen, alles, was so an Verhalten möglich ist, mit einbauen. Wir sind fast da. Nicht nachlassen. Ich kann den Hinweis sehen. Das hast du gut gemacht, Jäger. Ich meine, wir dürfen den Barot jetzt jagen, ne? Der taucht gleich auf. Mal sehen, was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Muss ich jetzt was... Mal sehen, jetzt noch was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Achso, ich muss hinlaufen. Schieb weiter! Na los! Macht schon! Ah, schau mal da! Noch ein Hinweis! Eureka! Komm! Ich zuerst! Lass mich! Ey, die sind so klein. Jeder normale Dino wird die einfach wegsnacken. Das sind so die Chicken Nuggets, ne? Für Dinos. Das ist ja der Baron. Das ist ein Barot! Folgt mir!
Okay, das ist auch eine Streunuss. Na los! Die Gelehrten schweben noch in Gefahr. Du musst den Barot aus dem Weg räumen. Keine Sorge, ich halte die Gelehrten von Gefahren fern. Warum sind die so weit weg? Da. Nein! Das kannst du doch nicht machen. Da rennt der... Du musst extra auslösen. Okay, gut, ist nicht... Na dann fallen sie halt nicht. Doch, fallen sie jetzt. Er fällt runter. Und der Diabolo. Achso, Kreis. Natürlich auch noch voll daneben. Merkt man direkt, ich hätte doch die Eisenwaffe eher nehmen sollen. Revierkampf. Ja, mach mal. Ich schau mit drauf. Schlechter Revierkampf. Der Barot haut ab. Ja, das gibt's doch nicht. Guck mal her, du Mistvieh. Es wird jetzt eigentlich Zeit geben zum Abhauen. Vorher war ich mir nämlich unsicher, ob er nicht uns einfach nachläuft. So, den kann man auch den Schwanz abschlagen.
Warum? So, wie war das nochmal? Ich kann nicht nur das. Ich dachte, man konnte die auch irgendwie schleudern. Na gut. Gucken wir mal, der hatte doch... Okay, es war nur Schleuderdorn. Echt nur Schleuderdorn? Ich dachte, den hätte ich Material abgehauen. Ja, dann gucken wir mal, ob die uns hier abbauen lassen. Ja, der ist so am Humpeln, der ist hier fast down, ne? Können wir uns auch ein bisschen Zeit lassen, hier noch ein bisschen was mit aufsammeln und... Dann kriegen wir vielleicht irgendwas schon zusammengebastelt, was wir sonst nicht... ja, hinbekommen hätten. Felsknochen. Ja, wegen der Schleuder muss ich echt mal gucken, dass wir... Ich meine, man konnte irgendwie... die Monster damit wenden lassen und gegen, ja, Wände oder Bäume schleudern. Ach, jetzt sind wir eigentlich hier hinten. Na, jetzt sind wir zu weit weg. Wir nehmen anders mal das Lager mit. Ich meine, da hinten war ein Lager gewesen, wo man durchkriechen konnte. Der Borot hier? Hätten wir hier einen Final Fantasy Kaktus auslösen können, dann wäre er garantiert tot gewesen. Das ist ein Monster-Ding. Am besten irgendwie das Monster mit einer Falle da noch fangen und dann den Kaktus auslösen. Das ist sowas von down. Ja, okay, der ist komplett bis ins Nest zurück. Ohne Ausdauer bist du atemlos und leicht verwundbar. Erfahrene Jäger behalten den Balken immer im Auge. Ich habe hier keine Ration. Stechkapsel. Ich glaube, die war besser als der Schleuderdorn, ne? Bomben haben wir auch keine, also völlig egal. Problem ist, der ist voller Matsch. Okay, wir müssen was trinken. Oh Junge, der ist hier so wild gerade, das ist ja furchtbar.
einen meiner Kombis hinkriege, ne? Gar nicht. Daneben, das gibt's nicht. Das ist doch nicht wahr, schon wieder. Wir haben aber auch einen Pech im Moment mit der Attacke. Die uns stechen, sind wir paralysiert. Das wäre jetzt auch nicht so gut. Haut er ab? Ja, okay. Okay, wo haben wir ihn den Schwanz gerade abgeschlagen? Haben wir das auf der Karte? Hier irgendwo? Der will sich wieder hinlegen, das ist in Ordnung. Ich will erstmal carven. Wo war denn das? Da liegt er. Ach, natürlich. Der gönnt uns aber auch gar nichts. Schlacke auf dich warten. So, dann nehmen wir das noch mit. Ich meine, hier war irgendwo noch ein Skeletthaufen. Ja. Ein Honig. Hier war das Nest, aber im Nest war... Ach egal, da kriegen wir jetzt eh nicht hin. Im Nest ist meistens nochmal ein Skeletthaufen. Ich habe ein sicheres Versteck für die Gelehrten gefunden. Ich werde sie mal wieder einsammeln. Warte im Lager auf uns! Hey du. Gehörst du zur 5. Flotte? Dann ist schon wieder eine Ältestenwanderung im Gange. Die Jahre vergehen schneller, als ich sie zählen kann. Ich bin auch ein Jäger. Von der 1. Flotte. Dürfte ich dich bitten, mir deine Geschichte zu erzählen? Suchen wir einen passenden Ort.
Also, meinen alten Freunden geht's gut. Ein Glück. Scheint, die guten Gelehrten sind unverbesserlich wie eh und je. Wenn ich fragen darf, verfolgst du das Monster, das diese Spuren hinterlassen hat? Ich ebenso. Es scheint so einfach. Der Spur folgen, die Wahrheit herausfinden. Nun, es war mir eine Freude. Mein Lager ist ganz in der Nähe. Es wird dir und den anderen sicherlich eine Hilfe sein. Bitte richte dem Kommandanten aus, dass ich in Sicherheit bin. Aber eine Macht drängt mich voran und ich will sehen, wohin sie mich führt. Falls du auch diesen Drang verspürst, werden sich unsere Wege wieder kreuzen, wenn das alles hier endet. Wer war das denn bitte? Yay, abgeschlossen. So. Okay. Das heißt für die Biodealer. Schön, dass ihr dabei wart. Es geht natürlich weiter. Und habt eine schöne Zeit und dann bis zum nächsten Mal.